Willkommen bei Sozial Fachlich mit Träumen. Jetzt geht es wieder um das Thema Älterwerden. Ich hatte schon mal ein Video reingesetzt, was heißt 7 Fragen zum Älterwerden. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen was anderes zum Thema Kindheit und Erwachsenwerden, Älterwerden. Und erzähle ein bisschen was dazu. Mit etwa 20 Jahren ist der Mensch ausgewachsen, aber seine Muskeln entwickeln sich noch 10 Jahre lang. Daher sind manche Männer mit 20 noch relativ schlank, aber mit 25, 28, 30 sind sie dann schon robust. Daher, die Muskeln entwickeln sich. Mit 40 Jahren zeigt der Körper die ersten Alterserscheinungen. Also ab 35 baut man eigentlich schon ab. Im Erwachsenenalter gehen viele Menschen eine Beziehung mit einem anderen Menschen ein und gründen eine Familie. Männer können ihr Leben lang Spermien bilden und Kinder zeugen. Bei Frauen findet ab dem Alter von etwa 50 Jahren kein Eisprung mehr statt. Also nur Schätzalter. Das nennt man auch Menopause. Die Lebenserwartung. Durch Fortschritte in der Medizin hat sich die Lebenserwartung des menschlichen Körpers im Laufe des Jahrhunderts verlängert. Vor 500 Jahren wurden nur wenige Menschen älter als 50 Jahre. Heute werden in reichen Ländern Männer durchschnittlich 75 Jahre alt und Frauen oft sogar älter als 80. Der Körper wird ja auch noch älter. Dazu sage ich jetzt auch noch was. Wenn Menschen altern, sinkt die Anzahl der Zellen in ihrem Körper. Deswegen entstehen auch Falten, weil Zellen absterben und nicht vollständig ersetzt werden. Dadurch arbeiten einige Organe des Körpers nicht mehr einwandfrei. Die Grafik, ja, ich habe hier eine besondere Grafik. Man kann sich das vorstellen, es sollte so sein, geht dann aber immer weiter runter. Ja, zeigt, wie sich das im Alter eher weniger wird. So, da komme ich auch weiter zur Alterung. Altersanzeichen sind graue Haare, faltige Haut, Schwierigkeiten beim Bewegen und Gedächtnisschwierigkeiten, obwohl Gedächtnisschwierigkeiten habe ich jetzt schon. In welchem Alter sich diese Anzeichen stellen, hängt auch von den Genen ab, teilweise aber auch von den Lebensgewohnheiten. Menschen, die nicht rauchen und sich gesund ernähren, sehen länger jung aus. Obwohl man Mitte 60 in Rente gehen kann, arbeiten manche Menschen weiter. Manche Rentner entdecken neue Hobbys oder schließen neue Freundschaften, wenn sie aktiv bleiben. Können sie noch viele gesunde, zufriedene Lebensjahre machen. Ich habe es auch schon damals in der Ausbildung im postgradlichen Bereich erlebt, diejenigen, die in Rente gegangen sind und jeden Tag wirklich 40 Jahre in Bewegung waren, haben vielleicht noch 5, 6 Jahre manche gelebt und weil sie einmal nicht mehr in der Bewegung waren und so weiter, die wussten nicht mehr mit ihrem Leben anzufangen. Das finde ich schade. Also wenn man weiß, man geht in Rente, sollte man sich schon vorab überlegen, welches Hobby kann man ausführen, damit man nicht quasi verbittert und einsam wird. Das war zum Thema Älterwerden. Der zweite Part zu den 7 Fragen zum Älterwerden. Bis dann noch viel Spaß und tschüss.